Liebe Sabine, liebe Anne, ich begrüße euch beiden sehr herzlich in Darmstadt, der Stadt, die durchaus einen kleinen Anteil hat an eurem künstlerischen Weg. Und ich begrüße in die Ostseeferne des kleinen Ortes Gelting, der Sommerresidenz des Künstlers, dessen Blumen- und Gartenaquarelle wir in einer schönen Auswahl in dieser Ausstellung zeigen dürfen. Herzliche Grüße an Klaus Fußmann und seine Frau Barbara. Ich begrüße alle Freunde und Liebhaber der Arbeiten der drei Künstler, die wir ergänzt um figurative Bildhauerei von Waldemar Cimek, Fritz Schwarzbeck, Richard Hess, Thomas Duttenhöfer, Bärbel Dickmann, Oliver Cianetta, Florian Flirl, Nele Waldert und Eugenie Bongs-Bär in einem Ausstellungsgeschehen zu einer komplexen Ausstellung zusammengeführt haben. Erstmals nutzen wir das Zwischengeschoss oder auch die Galerie, der Galerie als das, wofür wir sie einst, nämlich ziemlich genau vor 16 oder 17 Jahren, eingeplant haben, nämlich als Kabinett. Und die erste Kabinettausstellung gilt den wunderbaren, überbordenden, farbintensiven Garten- und Blumenaquarellen von Klaus Fußmann im Dialog mit figurativer Skulptur, Kopf, Figur und Porträt von den bereits erwähnten Bildhauern. Zuvor aber möchte ich mich dem großen Ausstellungsraum des Erdgeschosses widmen, in dem die offenen, weiten, malerischen Interieurs von Sabine Rack den Betrachter einladen und begrüßen. Parallel ist das über viele Jahre erarbeitete Figurenbildprogramm von Anne Haring zu sehen, freilich davon ein winziger Ausschnitt nur, und dazu ihre große Installation, 18-teilig, die Tischarbeit Figur im Raum. Unsere Ausstellung von Sabine Rack trägt den Titel Vom Frankfurter Zimmer zum Leipziger Interieur und umfasst etwa die vergangenen 5-6 Jahre malerischen Tuns von Sabine Rack, die künstlerisch tatsächlich den realen Weg von Frankfurt über Stationen in Darmstadt und Offenbach nach Leipzig angetreten ist und in der wichtigen Kunststadt des östlichen Deutschlands, der Stadt der Kunsthochschule, der Baumwollspinnerei und der prägenden Leipziger Schule angekommen und sesshaft geworden ist. Dort fühlt sie sich zu Hause und künstlerisch am richtigen Ort. Frankfurt, das Städel, ihre Lehrer und allen voran Christa Neher sind von großer zentraler Bedeutung für ihren Entwicklungsgang, außer Frage. Wichtig ist ihr aber das Flair oder das Atmosphärische ganz einfach der Kunststadt Leipzig. Sabine Racks Bilder haben uns schon vor langer Zeit überzeugt. Vor rund 8 Jahren im Leben einer jungen Künstlerin, eine endlos lange Zeit, haben wir 3 Städel-Schülerinnen und Schüler ausgestellt. Sabine Rack war dabei. Und ich freue mich, liebe Sabine, dass wir uns nicht aus den Augen verloren haben und dass du nun erneut in einer Einzelausstellung deine Arbeiten bei uns zeigst. Innenräume sind dein Thema, der intime Blick in die vier Wände anderer, der über Gesellschaftliches, über Ästhetisches, über sehr Privates und eben als Gegenwelt zum Außen eine Innenwelt offeriert, die sich zwischen Chaos und Ordnung, zwischen Malerei und Zeichnung und in der Balance, die sich gegenseitig bedingt, zwischen Innen und Außen vermittelt. Die Bilder sind unerhört reich in den überlagerten Ebenen von Fläche und zeichnerischer Struktur, von Motivvielfalt des Gegenständlichen zwischen Schere und Eisenbahn, zwischen Schuh, Mixer und geplatzten Vasen. Sie findet oder erfindet ihre eigene Farbigkeit, erinnert sich gern an Matisse. Könnte das ein Vorbild sein in seiner schwebenden Leichtigkeit und seiner so sicheren Farbkorrespondenz?
Sabine Rack hat ihre Werkkonzeption, ihren Werk in ihren Weg gefunden und bleibt sich bei allen Ausflügen auf Nebenwegen sich immer treu. Auch wenn sie die Dinglichkeit scheinbar verlässt, in Lilac Hint, die große leere Wand zum Beispiel, ist sie ungeheuer malerisch und erinnert mich sehr an zwei Twombly. Wie nah sie in den frühen Arbeiten von Klaus Fußmann ist, von dem es großartige malerische, aber auch radierte, vollkommen abstrakte Wände gibt. Auch Figur ist für Sabine Rack ein Thema, das sie in ihre Interieurs integriert. Und wie schön ist da der Bezug natürlich zur Bildhauerin Anne Haring. Nie ist Sabine Racks Figürlichkeit festgefügt, eher durchlässig, transparent, schemenhaft, parzelliert. Nur die Beine. Oder der Kopf auf dem Tisch, surreal, nicht wirklich. Und nicht wirklich ein Körper der dinglichen Welt, eher die aufscheinende Erinnerung daran. Aber dennoch, es ist das ahnbare Vorhandensein des Figürlichen, die Existenz des Menschen. Die Ausstellung zeigt den linearen Entwicklungsgang von den tonigen Frankfurter Zimmern, die gleich in einem Frankfurter Zimmer Platz gefunden haben, dem Sammler, lieber Ralf Becker, dem Sammler sehr herzlichen Dank für die Leihgaben, die zwingend zur Ausstellung gehören, sonst hätten wir ja den Titel ändern müssen. Über die sehr aufgeräumten Innenräume auf dem Weg nach Leipzig, unser titelgebendes Bild Schöner Wohnen, bis hin zu den Chaos-Innenräumen, die gerade entstanden sind oder entstehen in einer höchst produktiven Schaffensphase. Wenn Sie einen Blick in das Leipziger Atelier von Sabine Rack werfen wollen und der Künstlerin zuhören wollen, gehen Sie bitte auf unseren YouTube-Kanal. Dort werden Sie sie treffen. Es lohnt sich. Bilder einer Ausstellung war das Thema einer Ausstellung vor knapp 2 Jahren, fast vielleicht sogar schon 3, die sich mit der künstlerischen Auseinandersetzung des Bildbetrachter-Spannungsverhältnisses beschäftigte. Anne Haring ließ sich auf die Thematik der vielbeachteten Ausstellung ein und schuf die 18-teilige skulpturale Installation, die sich gleichermaßen mit Figur und Raum auseinandersetzt. Es ist ein gültiges Werk entstanden und ich freue mich, dass wir es noch einmal zeigen dürfen. Dank für den vorgestrigen Aufbau, liebe Anne, der war zeitaufwendig und hat auch wirklich viel Zeit gebraucht und vor allen Dingen auch noch die doppelte Reise von Saarbrücken nach Darmstadt. Um diese zentrale Arbeit gruppieren sich Figuren und Büsten, die wieder einmal unser Dialogkonzept von Malerei und Skulptur aufs Schönste bestätigt. Es ist schön, den Werdegang eines Werkes, in diesem Fall das von Anne Haring, über einen so langen Zeitraum unmittelbar mitzuerleben. Wie gern denke ich an die Rostarbeiten, und ich weiß gar nicht, ob das die erste Ausstellung war, 1987 zurück. Das ist schon eben nicht in Jahrzehnten gedacht, sondern ja eigentlich schon in Jahrhunderten. An die Doppelausstellung mit den Rost-Unikatdrucken von Gerd Winter. Deine Vorstellung von Figur ist strenger geworden, ist radikaler geworden. Figur wurde Form und lebt aus der Kontur. Eisen und Bronze ist nicht mehr allein der Werkstoff, Gips und Schichtenkeramik kamen hinzu. Bei Anne Haring erhält Körperlichkeit eine Typisierung, eine Anonymisierung und Entpersönlichung hin zur Zeichenhaftigkeit, die sie in Serien dokumentiert. Es gibt ein sehr schönes Buch zu dieser Arbeit, zu diesen Arbeiten, die wir hier zeigen. Spätestens, meine Damen und Herren, bei der Finissage, die noch in weiter Entfernung
liegt, werden beide Künstlerinnen in einem Gespräch Auskunft über ihre Arbeit geben. Freuen Sie sich heute schon über diesen Termin. Es ist ein Tag vor Ende der Ausstellung. Und nun Wendeltreppe nach oben, unsere Kabinettausstellung mit ausgewählten Gouachen, Aquarellen, Mischtechniken. Vor gar nicht langer Zeit, 2 Jahre zurück, haben wir die Arbeiten Klaus Fußmanns gezeigt, aus Anlass seines runden Geburtstags. Es war der 80. Bei Männern darf man den Geburtstag dazu sagen, aber heute ist alles nicht mehr so. Figur war damals auch Thema und Landschaft, Rapsfeld und Ostsee. Dieses Mal haben wir ganz neu entstanden, 1920, 1919, 1921 und 2021, Blumen- und Gartenaquarelle unter dem Titel Überfülle der Natur ins Zentrum gestellt, Malerei als Existenz, Blumen als Motiv, so habe ich meinen Beitrag im Katalog betitelt. Klaus Fußmann steht in seinem üppigen Garten, wir haben ihn im letzten Jahr besucht, in solch intimer Nähe zur Natur, dass er die Blumenmalerei gleichsam neu erfinden musste. Auf kräftig starkes, wirklich schweres, handgeschöpftes Bittenpapier, ich glaube 600 Gramm oder mehr, lässt er die Welt der Blumen mimetisch neu entstehen. Er rührt die Aquarellfarbe an, bis sie dicht und opak ist, rot und blau und gelb, mit vielen Zwischentönen und versehen mit einer nie gesehenen Leuchtkraft, einer intensiven Translucidität, ein abstrakter Farbrausch, scheinbar unbekümmert und gestisch, spontan und fast frech hingesetzt, mit größter Souveränität. Jeder Farbfleck ist ein ganz unmittelbares Naturerlebnis im doppelten Sinne. Die Farbe als Material ist ihm zunehmend nicht mehr so wichtig. Das empfinde ich so. Priorität hat allein die Intensität des Ergebnisses. Parallel verdünnt er die Aquarellfarbe, überlagert, schafft Räume und Perspektive. Seine Aquarelle werden durchscheinend, transparent, erhalten Weite und vor allem eine tief empfundene Zartheit. Schauen Sie sich diese Blätter an, wie zart diese Blätter sind. Auch von Klaus Fußmann finden Sie bei uns auf dem YouTube-Kanal, auf unserer Webseite, einen Film. Das ist ein Überstundenfilm, den haben wir 3 geteilt und deshalb ist er relativ einfach jetzt anzugucken. 3x20 Minuten, das kann man gut schaffen. Aber es ist sehr, sehr informativ. Klaus Fußmann erzählt viel aus seinem Leben und zu seiner Kunst. Das ist auch sehr lohnend. Parallel oben in dem Kabinett zeigen wir Köpfe von Thomas Duttenhöfer, Marcel Reich-Ranicki und Nietzsche und Pan-Figuren. Ein Heiner-Müller-Porträt von Florian Flirrl. Transparent abstrakte Epoxidharz-Kopfformen vom Oliver Cianetta, das ist ein Künstler aus Aachen, den wir oft gezeigt haben, und Figuren von dem 20 Jahre als akademischer Lehrer in Darmstadt wirkenden Bildhauer Waldemar Dzimek. Sein Werk ist großenteils verteilt über die Museen, über die Sammler, und verfügbare Skulpturen sind im Kunstmarkt eher eine Seltenheit. Ich hoffe, verehrte Damen und Herren, liebe Kunstfreunde, Sie spüren das Potenzial und die umfängliche Weite dieser Ausstellung, in deren Zentrum die Malerei von Sabine Rack steht. Ich danke ihr sehr herzlich, danke Anne Haring und danke Klaus Fußmann, dass wir ihre Werke zeigen dürfen, und möchte am Schluss auf unsere beiden Kataloge, die ich jetzt gern hochhalte, wo sind sie nur? Die sind aber drin, zu haben. Unsere beiden Kataloge zu Sabine Rack und Klaus Fußmann hinweisen. Die sind in kleiner Auflage erschienen, 300 Exemplare ist wirklich nicht sehr viel. Sie sind nummeriert und teilweise signiert und sie sind jeweils für 10 Euro zu erwerben. Das bedeutet, das sage ich immer dazu, ein guter Wein heute Mittag, ein Glas weggelassen. Schon ist der erste Katalog finanziert. Ich danke Julia Hichi und Donna Oladi heute für ihr Hiersein. Da sind sie.
und immer für eure Mitarbeit an der Galerie und an dieser Ausstellung. Und ich danke Nabila und Miriam und danke Nasser und Eberhard Uhland, der gestern noch einen fehlenden Sockel geliefert hat. Ich danke Thomas Reinheimer, der den Katalog gedruckt hat oder beide Kataloge gedruckt hat. Und ich danke natürlich nicht nur Bela Schreckenberg, sondern der ganze Familie, die heute hier ist. Vielen Dank auf diese Weise. Das sind die Filmer. Ist es überhaupt möglich, dass ab morgen oder übermorgen oder wann auch immer die Eröffnung nochmal mitzuerleben ist? Ich grüße meine Frau Edith Gritz herzlich, die gegenwärtig bei einer Ausstellungseröffnung nicht dabei sein kann. Und ich grüße noch einmal Sie alle sehr herzlich an diesem schönen Sonntagvormittag und sage diesen bedeutungsschweren Satz, der bei einer solchen Gelegenheit umgänglich ist, Doppelpunkt, die Ausstellung ist eröffnet. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.